sondern auch mein Laptop. Hello, I'm Romedius. Nochmal hallo, ich bin Romedius, Konfuzius. I'm part of the Hebokon, ich bin ein Teil vom Hebokon, schlechte Roboter-Team. Und ich habe hier gerade ein paar Probleme, wie man deutlich sieht. Das Hebokon, schlechte Roboter-Team, besteht aus Alex und mir. Und heute werden wir einen schönen Kampf haben mit Teilnehmern. Zuerst möchte ich kurz einen kleinen Vortrag darüber halten, wie wir das funktioniert mit diesen Kämpfen. Und danach werden wir einen Live-Kampf haben mit unseren Robotern. Und wir hoffen, dass die meisten davon funktionieren werden. Ich schwöre, alles ist besser wie mein Laptop. Das ist nicht Hebokon. Das sind vor allem gefährliche Roboter und auch ziemlich teure. Dann gibt es auch andere Kämpfe. Das ist von einer Liga aus Japan. Die sind ziemlich schnell. Das sind hochtechnologische Roboter. Aber das ist immer noch nicht etwas für jeder, weil man immer auch ziemlich viel Zeit reinstecken muss und auch Geld, bis man wirklich in so eine Liga einsteigen kann. Und das ist nichts für Anfängerinnen. Daisu Hisakawa invented Hebokon. Der Mensch hier hat Hebokon erfunden. Das ist sozusagen ein Roboterkampf für technologisch untalentierte Menschen. Ich hoffe, er guckt sich den Livestream an mit so einem schlechten Laptop. Dieser Kampf hier ist hier, damit jeder mitmachen kann. So, I only can see half the writing, but I know what's written. Ich kann nur die Hälfte der Schrift lesen, aber ich weiß zum Glück, was draufsteht. Normalerweise sind die Roboter ziemlich einfach gehalten. Man nimmt irgendwie alte Kinderspielzeuge, Zahnbürsten, was auch immer. Es ist ziemlich, sind zum Beispiel keine Arduinos drin. Also man darf nicht mit professionellen Teilen arbeiten. Und der Kampf darf zum Beispiel keine flammenwerfenden Taser, keine Messer, solche Geschichten. Also kindersicher. Also Flammenwerfer und Kinder sind etwas, das nicht so gut zusammenpasst. Hier sieht man die Hälfte der Regeln. Die Roboter sollten leichter sein wie ein Kilo und kleiner wie 50 mal 50 Zentimeter. Und der Tisch muss kleiner wie 50 mal 100 Zentimeter sein. Der Kampf startet, sobald die Roboter Kontakt machen. Es ist okay, wenn man irgendwelche nicht wichtige Teile verliert, aber sobald man runterfällt, hat man verloren. Es ist so ein bisschen Sumo-Style. Wir haben verschiedene Roboter gebaut. Wir haben jetzt hier ein anderes Publikum. Andere Leute haben diesen Shitty Roboter Contest gemacht und wir haben entschieden, wir nehmen alle Roboter, egal wie groß und wie schwer, dass wirklich alle mitmachen können. Alle Roboter sind schön. Das ist die Regel Nummer 1. Heute hatten wir schon einen schönen Kampf mit 8 Teilnehmenden. Das Schöne daran war, dass der kleinste und leichteste Roboter, das ist, man sieht da diesen kleinen Roboter hinten und der hat am Schluss gewonnen. Der ist einfach um den Großen rumgefahren, der den Kleinen einfach nur hätte wegschuben können. Und die Leute haben sich übelst gefreut. Es war ein ziemlich cooler Ninja-Move, der er da abgezogen hat. Evade and stay on the table. Okay, here we can see most of the robots from the Hier sieht man die meisten Roboter aus diesem Kampf. Immer noch dieser crappy Laptop.
Wir hatten, wie gesagt, 8 Teilnehmenden, zwischen 150 Gramm und 1,5 Kilo. Für mich persönlich war es richtig schön, es zu organisieren. Weil man bringt Leute zusammen, die sonst nicht so in diesem Thema sind, Elektronik und so. Man macht, dass die anfangen, Roboter zu bauen. Die Leute sagen ja, gestern hätte ich mir nicht mal vorstellen können, dass ich jemals an so einem Event teilnehmen könnte. Es ist verrückt. Und wirklich, alle können teilnehmen, sobald der Roboter fährt. Es muss irgendwie nur eine Kartoffel sein mit Rädern. Sobald es sich bewegt, ist ein Roboter. Und alle können teilnehmen. Es macht auch Kindern Spaß, die lernen was. Und man braucht einfach nur einen Haufen Ersatzteile, irgendwas, was mit einer Batterie läuft, eine ganze Menge Heißkleber und dann kannst du einen Roboter bauen. Sobald es sich bewegt, ist es großartig. Und Gaffer-Tape. Kabelbinder, Heißgläser sind zusammen unwiderstehliche Kombinationen. Und das ist eigentlich alles. Jetzt können wir mit dem Kampf anfangen. Zum Glück ist mein Laptop nicht ganz verreckt. Und dann möchte ich mal die anderen Kämpfenden auf die Bühne bringen, bitten. Okay. First participant. Raupelix? Der erste Teilnehmer, Raupelix. Gibt es andere Menschen im Publikum, denen diese Roboter gehören? Einer bewegt sich sehr langsam. Ich glaube, wir können noch einen Kampf haben, bevor der an den Start geht. This will be our judge, Happy. Das ist unser Schiedsrichter, Happy, ein professioneller Sportler. Und da kommt die Schwergewichtsklasse. Klasse. Los geht's, Raupelix. Wir haben großartige, mistige Roboter hier, aber wo sind die Leute? Wem gehören diese Roboter? Wir brauchen sie. Vielleicht dürfen sie nicht in den Saal. That's the great laser Gino robot. Das ist der großartige Laser Gino Roboter. Laser Sour, what's that name? Laser Dino Robot. Oh, Laser Dino Robot. Versus Raupelix? Gegen Raupelix. We have 1 minute of time. Es gibt eine Minute. Seid ihr bereit für den Kampf? Are you ready? Hattie, you're in the image. Okay, so sometimes the judges are interesting. 3, 2, 1, los! Die Kulleraugen kullern, aber man weiß nicht genau, ob noch was passiert. Und die ideale Richtung wäre in Richtung Tischmitte. 30 Sekunden sind schon vorbei und es gab noch keinen feindlichen Kontakt. Oh. Oh nein. Er bewegt sich in Richtung des Tischendes. Das sieht schlecht aus. Oh!
So this awesome shitty robot Roblix won. Dieser Roblix, der großartige Scheißroboter, hat gewonnen, ohne viel dafür zu tun, aber das sind die Regeln. Aber der Laser-Dino-Roboter war auch großartig. Great, now my mobile phone died. Na wunderbar, jetzt ist mein Mobiltelefon gestorben. Okay. Is another owner of these robots here? Ist ein anderer Robotbesitzer hier? My assistant Robelix will take the next one. I think that mein Assistent Robelix wird den nächsten nehmen. Dieser hier funktioniert. This one is working against the big one. Dieser hier gegen den großen. Well, it's a toothbrush thingy. Es ist ein Zahnbürsten-Ding. There's an on switch. I think da ist ein Anknopf. Ich glaube, du musst zwei Kabel kurz schließen. Ah. Okay. Okay. Onto the battleground. Auf. Leo, get it on. Come on. We're not supposed to have fun over here. Legt endlich los. Was war der Name? Okay. Fight starts in 3. So Kampf geht los in Terminus 1000 against Terminus 1000 gegen irgendwas Speaky. Wie Libelle. So Speaky versus Terminus Peaky. Peaky. So Peaky versus Terminus 1000. Gegen Terminus 1000. Ready? So are you ready? 3, 2, 3, 2, 1, los. Wir sollten den nicht fallen lassen, sonst wissen wir die ganze Zeit ab. Pinky won. Pinky hat gewonnen. Next contestants. Die nächsten Teilnehmer, bitte. Yeah, I think so. You know, I tend to break everything when I come near. Ich tendiere dazu, alles kaputt zu machen, wenn ich in etwas nah dran komme. Deswegen arbeite ich von zu Hause. How is this thing work? I don't think that works. That should work. Wie sollte das funktionieren? Ich glaube nicht, dass es funktionieren soll. Okay, so next fight will be these two. Also nächster Kampf werden die bisherigen beiden Gewinner sein. Ah nein, es sind nicht die bisherigen beiden Gewinner. Wir haben den Rechten noch nicht gesehen. Also der nächste ist Peaky gegen, ich weiß nicht, welcher Name das ist. 3, 2, 1, los. Oh. So Peaky won again. Peaky hat schon wieder gewonnen. The bot even wins with empty battery. Der gewinnt sogar ohne Batterie. Okay. Can we get the better bot? Können wir den Battlebot holen? That one. Der hier ist scheinbar scheiße. Wir hätten gerne den Laser-Dinosaurus. So Laser-Dino-Robot is back on stage. Also Laser-Dino-Roboter ist zurück auf der Bühne. Ready for a fight? Three, seid ihr fertig? One. Seid ihr bereit für den Kampf? 3, 2, 1, los.
Dieser süße Laser-Dino-Roboter hat den Kampf gewonnen. Es ist Zeit für den letzten Kampf. Wie hieß nochmal dieses Zahnbürsten-Ding? Wo ist er denn da? Also Piki gegen Laser-Dino-Roboter. Wir sollten letztens gegen 58 machen. Gegen 58 ungefähr. Okay, last fight. Letzter Kampf. To the table, and then we'll see what's the winner. Against this one again? Against this one. The two winners. 3, 2, 1, fight. Oh no. Can someone get new batteries? Kann irgendjemand neue Batterien holen? Come back. So you can even win a fight with little effort, with no battery and just standing. Man kann sogar einen Kampf gewinnen mit ohne Batterie zu haben und einfach nur da zu sein. Also ist eine Motivation für euch, für die nächste Convention, einfach so einen Roboter zu machen und dann könnt ihr gewinnen. Es gibt eine kleine Sache. Es gibt Regeln. Es gibt Regeln, dass man nicht gewinnen kann ohne Kontakt zu dem anderen. Man soll Kontakt zu meinem Roboter haben und da das nicht passiert ist, gewinnt derjenige, der mehr Weg auf dem Tisch zurückgelegt hat. Und deswegen hat in dem Fall sie gewonnen. Also der Laser-Dino-Roboter. Wir möchten euch noch ein paar andere Roboter zeigen von heute. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, aber es ist, glaube ich, ziemlich gefährlich. Man sieht hier, wie schlecht das Teil ist. Das ist, glaube ich, ziemlich gefährlich hier. Tu das nicht! Nein! No! Oh, das sind die Batterien? Brace yourselves, the robots are coming. So that was the heaviest bot with 1.3 kilo. Das ist der schwerste Bot mit 1,5 Kilo. Aber es ist, glaube ich, kaputt gegangen. Das war's für heute. Wenn ihr noch Fragen habt. Thank you. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage. Was ist dein Name? So, warm applause for Jessica. Ein warmer Applaus für Jessica. Thank you. Herzlichen Dank. How do you feel? Wie fühlst du dich gerade? Sehr gut. Es ist das erste Mal, dass ich hier auf der Bühne stehe. Auf der MT3. Und dann auch als Gewinnerin. Heute früh war ich nicht die Gewinnerin. Da bin ich immer die ganze Zeit vom Tisch runtergefallen. Herzlichen Dank nochmal, dass ihr uns diese Schrottroboter gezeigt habt. Das war ziemlich spaßig. Baut Roboter und motiviert andere Leute, Roboter zu bauen. Wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr noch welche? Wir haben noch ein bisschen Zeit über. Kommt zum Mikrofon, bitte. Die sind hier in der Mitte der Gänge. Kommt bitte zu dem Mikrofon, wenn ihr noch eine Frage habt.
Can we have close-ups of the robots? Können wir Close-ups der Roboter haben? Ich habe die nicht so gut gesehen. Ich präsentiere Turdus. Roboterpornografie. Ich denke, der Kameramann macht hier gerade eine echt gute Arbeit. Oh, yeah. Oh ja. What was the building cost of that one? Wie viel hat das Ding gekostet? 2 Euro? And the rest spare parts. Und das sind alles irgendwelche Schrottteile. Wie lange hast du gebraucht, um das zu bauen? I don't measure. You don't measure. Er hat nicht gemessen. How many sleepless nights? Wie viele schlaflose Nächte? I don't measure. Ich messe nicht. Okay. So, thank you very much. So, herzlichen Dank. Wir hoffen, wir sehen uns das nächste Mal mit euren eigenen Robotern. Thank you very, very much. Herzlichen Dank nochmal. Das war echt, es ist eigentlich eine sehr gute Idee und das ist echt etwas, was alle mitmachen können. Egal, was man baut, es funktioniert und es macht Spaß. Und solange es sich bewegt, ich denke, der hier hat es nicht ganz erfüllt. Aber es ist schwierig, es ist echt schwer zu sagen. Vielen Dank nochmal.